forderte der amerikanische Hauptankläger Jackson in einer großen Rede die Schuldigsprechung der angeklagten Organisationen. Das Nazi-Regime, sagte Jackson, bestand keineswegs nur in der Gewaltherrschaft der hier anwesenden Hauptangeklagten. 1000 kleine Führer regierten. 1000 Imitatoren von Göring spielten sich auf. 1000 Schirachs verhetzten die Jugend. 1000 Saukes versklavten Arbeiter. 1000 Streichers und Rosenbergs schürten Hass. 1000 Kaltenbrunners und Franks folterten und mordeten. 1000 Schachts, Speers und Funks verwalteten, finanzierten und stützten die Bewegung. 1000 Schachts and Speers and Funks administered and supported and financed this movement. Hauptankläger Jackson schildert dann, wie weit diese Organisationen es verstanden, die dunklen Instinkte des Volkes zu wecken. Bezeichnend für dieses System ist der SS-General Ohlendorf. Er erklärte vor diesem Gericht ohne eine Spur von Reue und Mitleid, dass er selbst den Tod von 90.000 Männern, Frauen und Kindern angeordnet habe. Vor keinem Gerichtshof der Welt wurde jemals eine derartige Zeugenaussage gemacht. To a recital of such wholesale murder as this tribunal heard from him and from Whistlesteiny, a fellow officer of the SS. Abschließend erklärte Hauptankläger Jackson, die hier anwesenden Angeklagten haben ihre schädliche Macht verloren. Sie sind erledigte Leute. Jetzt gilt es, die Organisationen zu treffen. 60 Mitglieder solcher Organisationen, Angehörige der Wachmannschaft des Konzentrationslagers Mauthausen in Niederösterreich, stehen in Dachau vor Gericht. Vor dem eigentlichen Prozess erfolgt die Verlesung und Verteilung der Anklageschrift. Die Anklage legt ihnen zur Last, Hunderttausende von Zivilisten und Kriegsgefangenen gefoltert und getötet zu haben. Die Anklageschrift gibt 12 verschiedene Todesarten an. Die Angeklagten müssen Schuhriemen und Hosenträger abgeben, damit Selbstmorde verhindert werden. Ei Gruber, der frühere Gauleiter von Oberdonau. Gran, der Chef vom Sicherheitsdienst. SS-Lagerarzt Krebsbach. Grimm, der sogenannte Chef vom Steinbruch. Panzer gegen Schwarzhändler. Schweres Geschütz gegen schweres Verbrechen. Das ist die Parole, nach der zurzeit überall gegen den Volksschädling Schwarzer Markt vorgegangen wird. Bei dieser Großrazzia in Berlin kämen Schupo und englische Militärpolizei gemeinsam die schwarze Börse des Tiergartens durch. Sie nahmen bei dieser einen Aktion 2000 Verhaftungen vor. Gleichzeitig findet in Wien eine ähnliche Großaktion statt. Polizei, unterstützt von Angehörigen der Besatzungstruppen, riegelt die Knotenpunkte des Schleichhandels ab und verhaftet en gros schwarze Lieferanten und schwarze Kundschaft. Im Kampf gegen den Schleichhandel wird jetzt durchgegriffen. Die letzten Prozesstage in Belzen. Die 45 Angeklagten werden zur Verhandlung gebracht. Das ist Josef Kramer, den die Welt die Bestie von Belzen nennt. Irma Grese, blond und adrett und die grausamste von allen.
Urteilsspruch kann nicht das tausendfache Leid des Schandlagers auslöschen. Aber er richtet die, die sich zu Henkern und Folterknechten des Nationalsozialismus erniedrigten. Währenddessen werden die letzten Vorbereitungen für die Verhandlung gegen die 23 Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg getroffen. Deutsche Kriegsgefangene arbeiten an der Einrichtung des Sitzungssaals und der Kabine für die Wochenschauaufnahmen. Der amerikanische Hauptankläger Robert Jackson besichtigt die Vorbereitungen. In diesem Hof dürfen sich die Angeklagten täglich 20 Minuten lang in der freien Luft bewegen. Zu allen anderen Zeiten befinden sie sich unter strenger Bewachung in ihren Zellen. So wird die Stadt der Parteitage zur Stadt der Vergeltung. In Krakau ging vor einem polnischen Gerichtshof der Prozess gegen die Hauptverantwortlichen für das Konzentrationslager Auschwitz zu Ende. Die Angeklagten sind deutsche Lagerwachen oder Angehörige des deutschen Verwaltungspersonals. Es wurden ihnen unerhörte Gräueltaten gegen die Lagerinsassen nachgewiesen, besonders gegen weibliche Gefangene. Insgesamt kamen nahezu 300.000 Menschen verschiedenster Nationen im Konzentrationslager Auschwitz um. Das Gericht verurteilte 23 Angeklagte zum Tode, 6 zu lebenslänglichem Gefängnis, 10 zu längeren Gefängnisstrafen, einer wurde freigesprochen. Das Konzentrationslager Auschwitz bleibt als Mahnmal der Schande so erhalten, wie es heute steht. Zum bleibenden Gedenken an seine 300.000 Opfer.